Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Fast Vanilla. Ja. So, ich habe jetzt mal die Dinger hier schon mal aufgebaut, die zwei Stück. Da haben wir ja schon das letzte Mal angefangen, jetzt habe ich sie komplettiert. Haben mir auch noch gleich Blueprints geschafft. Habe alles hier nach oben verlegt. Sauber. Und ich habe einfach mal laufen lassen. Ich weiß, ich habe jetzt dann irgendwann wieder Bases unten, aber ist mir egal. Aber ich habe erstmal wenn Kohle reinkommen lassen. Ich habe jetzt auch die Züge nochmal ein bisschen umgestellt. Und zwar, ich habe jetzt diesen Zug hier eingestellt, leeres Frachtinventar oder 300 Sekunden vergangen. Und das und dasselbe beim Beladen. Und das andere habe ich auch mit dem anderen gemacht, mit Kohle. Ich habe mir jetzt das Problem hier angeguckt. Was ich mittlerweile als Problem sehe, ist, das hier ist super. Gefällt mir toll. Nur ist, wenn man mit mehreren Zügen fährt, total ineffektiv. Ist leider so. Denn, man sieht es gerade, Eisen ist fast voll. Der Zug ist ja schon wieder unterwegs. Und ich kriege hier, es geht ganz langsam weg, wenn der Zug wieder komplett voll da ist. Wie gesagt, das Lager ist auch brechend voll. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile auch schon am Limit. Der ist jetzt bei 18.000, der ist jetzt bei 14.000. Noch 4.000, ja, und da kommt schon wieder der Eisenzug. Ja, deswegen habe ich auch diese 300 Sekunden drin. Also der ist jetzt 5 Minuten da. Er versucht auszuladen und alles, was in 5 Minuten nicht rausgeht, ja, dann fährt er wieder weg, damit die Kohle hier reinkommt. Aber ich habe mir jetzt das mal genauer angeguckt. Ich werde es jetzt erstmal hier so lassen und auch das mit diesen 300 Sekunden laufen lassen. Aber das müssen wir ja noch umbauen auf Stein. Ich habe festgestellt, Eisen momentan reicht es noch vollkommen. Ich vermute nur, wenn ich soweit bin, dass ich hier wirklich soweit automatisiert habe, wie es ich mir vorstelle, kommen die nicht mehr hinterher, mir die Platten zu produzieren. Also habe ich schon gesagt, für mich wird dieser Bereich einfach verlängert. Der geht dann bis darunter, wird dann auch nochmal irgendwann verbunden. Dann macht es natürlich Sinn, dass ich dann auch die Auslagerung der Erze nach unten mitziehe. Und dann macht es auch Sinn, dass ich den Bahnhof nach unten ziehe. Weil, man darf ja nicht vergessen, momentan habe ich hier nur 4 Produkte. Ich habe momentan Kohle, Eisen, irgendwann Stein, Kupfer, Ende. Ja, es fehlt noch Uran, es fehlt auf jeden Fall noch Öl. Diese zwei Sachen haben wir auf jeden Fall auch noch, die wo wir auch noch mit anbringen müssen. Dann haben wir nochmal 2. Und dann kann ich nämlich auch noch komplett die Gleise verändern und dann läuft das hoffentlich so. Dann habe ich mir jetzt das hier angeguckt. Ja, was ich mir jetzt als erstes angucke, ist mal ein bisschen Sachen ins Inventar packen, denn ich habe festgestellt, da unten habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte jetzt alles, was mit Militär zu tun hat, weil das ist, dürfte nicht zu viel sein. Das ist auf jeden Fall, also die drei müssen weg. Ja, das da lasse ich noch. Total witzig. Irgendwie sind da ein paar verschwunden.
So, wir gucken mal da unten. Habe ich hier noch? Ja, ich habe 8 Stück davon. Nehmen wir mit. Bräuchte zwar 9. Aber was nicht ist, ist nicht. Aber Moment mal. Ich hab doch. Das da. Das da. Das da. Habe ich nämlich 9. Ich sollte mir auf jeden Fall mitnehmen. Aus der Abteilung ein paar Bänder. Eventuell ein paar Greifarme. Die werde ich auch brauchen. So, was brauche ich, um da noch welche herzustellen? Ja, genau. Dafür brauche ich Stahl. Dafür brauche ich Zahnräder. Und dafür brauche ich die gelben Bänder. Ja, da haben wir über 50 Stück. So, dann hätte ich gesagt, ich nehme ein bisschen Eisen mit, ich nehme ein bisschen Kupfer mit, ich nehme ein bisschen Stein mit. Stahl habe ich ein bisschen dabei. Ich nehme mir sicherheitshalber ein bisschen Plastik und auch ein bisschen Holz mit. Und dann hoffe ich mal, dass ich nicht auf dem Holzweg bin. So, dann heißt es jetzt nämlich, ich brauche auf jeden Fall einmal die Munition. Das heißt, ich gehe jetzt dann auf jeden Fall hier entlang. Bin gerade verwirrt. Ich habe doch. Habe ich nicht 3 Stück abgebaut? Oder war das jetzt gerade Einbildung? Auch Militär. Ich will hier bauen, das da. Habe ich jetzt nicht gerade abgebaut? Ach. Dann, haha. Ja, jetzt, weil. Jetzt. Jetzt habe ich gerade was begriffen. Das war schlau. So, Stahl nehme ich mit. Davon habe ich noch welche. Ich laufe mal nochmal rüber. Ich vermute, dass da irgendeiner noch nicht gestanden ist. Oder zwei. So, was ich auf jeden Fall jetzt mal mache, ist, dich räume ich mal leer. Wir gehen hier auf T. Und jetzt gucken wir uns mal genauer an, was wir alles noch Schönes hier haben. Wir haben hier noch Beton. Die Bergbauproduktivität steigern, die Moduleffekt Combining machen, das macht keinen Sinn. Dann könnte ich jetzt hier machen die Heatpipes. Dann hätte ich gesagt, machen wir das. So, und dann heißt es jetzt für mich, wir gehen mal dahin. Ah, es geht gar nicht, weil die ja die falschen sind. Okay. Die brauche ich auch noch. Ich hoffe, dass ich dann, wenn ich jetzt dann das nächste Mal da was reinfüllen muss, dass das automatisiert ist. Da will ich jetzt dann nämlich hin. Also. Das heißt jetzt, für das Zeug brauchst du einfach nur die Platten. So, jetzt habe ich da den nächsten Strommasten schon hin. Der ist leider im Weg, also aber den kann ich um einen versetzen. Das ist das wenigste Problem. So.
Dann hätte ich gesagt, gehen wir hier komplett nach unten. Da komme ich jetzt hier nach oben. Dann hätte ich gesagt, gehen wir hier rein. Jawohl, Fertilizer ist fertig. Fluid Burning brauche ich momentan nicht. Vehicle Large Area Mining Drill, tragbare Solarpanel. Fluid Burning Boiler. Schifffahrt. Advanced Fluid Handling. Habe ich da schon was? Selber schon mir erforscht? Ja, habe ich. Okay, muss ich mir auch nochmal angucken. Den. So, Stahlwerkzeuge. Armor Crafting 3. Laborforschungstempo 2. Das wären die Fluid Wagons. Dampfmaschinen. Ich habe doch genügend drin. Genau, dann weiß ich jetzt. Dann machen wir jetzt die Dampfmaschine und den da Stufe 3. Das heißt, ich kann dann mehr Dampf und mehr Zeug dazu oben erforschen. So, dann heißt es, du gehst jetzt dann hier rein. Meine Güte, war das schnell. Hey, ich habe gerade länger überlegt, dass der jetzt fertig war. So, nochmal. Oh, ein bisschen länger. Glaub's ja. So, dann heißt es jetzt, du gehst jetzt dann. Du musst dahin. Ich hätte vielleicht noch welche hinten gehabt, aber ist mir jetzt egal. So. Gehst du jetzt hier hin? Genau. Und ich bin der Meinung, es macht absolut keinen Sinn mehr. Ja, nur wenn ich jetzt dich hier hinstelle. Ja doch, dann macht es vielleicht doch Sinn. Machen wir mal hier bitte 2 und wir haben die Dampfmaschine Typ 3 abgeschlossen. Sehr schön. Was haben wir jetzt noch? Chemical Plant 2. Armored Railway. Und dann haben wir die Hover-Technologie. Dann haben wir da die nächste Fluid Handling. Dann haben wir hier Modular Roboport 2. Also Chemical Plant kann ich auf jeden Fall machen. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt hier rauf und machen mal bitte das da. Genau, so, das habe ich natürlich das Problem. Dass ich jetzt hier noch 2 Inkredenzien brauche, die ich nicht da habe. Okay, Kupferplatten, die kriege ich von da drüben. Dann machen wir dasselbe Spiel, was wir jetzt gerade gemacht haben. Geh auch einfach einen weiter rüber. So, ich bin jetzt gerade beim Überlegen. Also du brauchst den nicht. Dann mache ich das jetzt anders. Du kommst weg. So, das heißt, du kommst hier hin. Du kommst auch weg. Dann heißt es, du kommst dahin. Ist das schon mal auf jeden Fall sicherer und sauberer. So, Chemical Plant haben wir jetzt auch. Der kostet jetzt richtig viel Underground Powerlines.
hätte ich gesagt, mach mal die. Okay, das mit dem blauen, das kann ich vergessen, dass ich das schaffe zu automatisieren. Okay, dann heißt das jetzt aber für mich, ich hau die hier raus und ich filter das auf jeden Fall auch, dass das wieder bleiben. So, dann heißt es für mich, haha. Nein, das kann ich nicht machen. Also das heißt, du gehst jetzt dann hier hin. Der Filter bleibt, aber ich brauche von dem dann nochmal zwei. Dann kommt es dann die nächste Fabrik hier hin. Dann habe ich auf jeden Fall hier auch nochmal zwei. So, jetzt gehen wir mal nach hinten. Ich brauche nämlich jetzt von denen da nochmal weitere vier. Keine Ahnung, ob ich die noch habe. Weil jetzt sollte ich dann doch vielleicht mal langsam gucken. Jawohl, von denen habe ich 18. Sehr schön. Und jetzt fange ich an, dieses Underground Powerlines zu machen. Brauche jetzt 150. Habe ich die noch? 12 Stück. 120. 240. Ich müsste sie noch haben. So, dann brauche ich auf jeden Fall das da dabei. Ich brauche auf jeden Fall meinen kompletten Stack. Neues Eisen. So, dann schauen wir mal hier. Da haben wir auch noch was. Zahne da hier rein. Dann brauche ich das da. Da kommst du da rein. Und ich habe dich. Sehr gut. Dann läuft der auch. Dann schauen wir mal, habe ich da eventuell noch. Da habe ich noch drei, da habe ich noch welche dabei. Oder auch nicht. Das da. Das da. Ich habe noch den Advanced Belt Sorter, aber den brauche ich da momentan nicht. Okay. So, Underground Pipes habe ich jetzt erforscht. Dann hätte ich jetzt gesagt, gehen wir mal auf die Schifffahrt. Muss ich mal gucken. Wenn ich jetzt Untergrundkabel wäre für Stromversorgung, wo würde ich mich verstecken? Eventuell hier. Wie gesagt, das wird hier der erste Test sein. Genauso auch das da. Noch nicht benutzt. Nur gelesen. Soll gut sein. So, das heißt, wir gehen nochmal in die Forschung rein. Underground PowerPoint Bauplan. Kann ich den in der Hand craften? Ja. Das ist Rubber. Also Rubber muss ich auch herstellen. Okay.
Leicht Öl und Wasser. Jawohl. Also, dann gehen wir mal auf Versuche. Das heißt, wir brauchen jetzt Rubber. Okay, Rubber ist klar. Das haben wir jetzt dann unter den. Hier ist Rubber. Hier ist Rubber. So, und das Under. Jawohl, Underground Power. Dann doch, ist dann hier dabei. Ich bin nur blind. Da ist es. Okay, das heißt, ich brauche Rubber Isolation, dass ich dieses Underground PowerPoint mal basteln kann. So, habe schon fast wieder länger gebraucht als die Forschung. Hervorragend. So, dann heißt es jetzt für mich, ich will jetzt dann hier raus. Das heißt, ich muss jetzt dich wegmachen und dich hinmachen. Dann gehst du jetzt hier runter und gehst dann da rein. Dann lauf mal komplett hier entlang. Dann kommst du hier raus. Mal hoffen, dass es auf jeden Fall reicht. So, Schifffahrt ist durch. Das heißt, ich könnte jetzt dann hier übers Wasser Stromnetz machen, automatische Schifffahrt. Ja, machen wir auch mal. So, dann ist jetzt das Stahl hier angekommen. Dann gehst du jetzt hier hin. Du gehst da rein. Passt. Dann machen wir jetzt dann hier die dahin. Du kommst du hier runter, bitte. Geht auch noch der Stahl rein. Und last but not least. Das heißt, wir haben jetzt dann auch das da. Ist hier entlang. Ja, machen wir aber auch wirklich so. Du gehst da entlang. Du gehst hier entlang. Das heißt, du kommst dahin. Und nein. Ich muss es einen weiter oben machen. Weil, wenn ich das dann hier noch weitermachen muss, muss ich hier hin. Schifffahrt haben wir auch. Was haben wir jetzt? Schifffahrtssignale. Ja, macht auch am meisten Sinn, dass wir das machen. So, dann kommst du raus, dann gehst du hier rein, dann gehst du da rein. Und du kommst jetzt dann hier raus, falls die Augen verteilt. Nein, du musst hier rauskommen. Falls ich doch auch hier noch einen Kupferverteiler brauche. Auf jeden Fall hin. Wenn er da ist, ist er da. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich gehe jetzt hier hin. Das glaube ich, kann ich einfach mal nur wegmachen. Ist dahin.
kommst hier raus, gehst hier rüber, verteilst es und rennst hier rein. Jawohl. So, dann gehst du jetzt auf jeden Fall wieder hier raus. Dann brauche ich auf jeden Fall nochmal einen. Du gehst dann hier runter. Dann habe ich hier jetzt... Nein. Dann brauche ich jetzt eine... Eine Lagerkiste, eine Anforderungskiste. Ne, eine aktive Anbieterkiste. Kommt da rein. So, dieses Lagerhaus-Gedöns, habe ich das schon gebaut oder habe ich das jetzt einfach ignoriert? Logistische Warenlagerung 2. Erweiterte Aerodynamik. Raketenbrennstoff, Luftfilterung MK2. Nope. So, dann haben wir hier noch die... Genau, dann machen wir hier jetzt noch das Frachtschiff. Glaub langsam, aber sicher. Wenn ich das Problem haben. Jawohl, aber er läuft. Da kommst du auf jeden Fall mal da rein. Und du kommst da rein. Jetzt muss ich für mich selber noch mal gucken, aber ich vermute, ich brauche Kohle dafür. Nein, ich brauche Eisen- und Kupferplatten. Sehr schön. So, habe aber trotzdem ein Problem. Kleines, aber ich habe eins. Ich weiß, dass ich eins hinten habe, aber ist mir jetzt egal. Die kann ich ja nicht unterirdisch setzen. Beziehungsweise, ha, nee, egal. Mache. Eins, zwei. Dann kommst du nämlich jetzt dann daher. Dann mache ich jetzt dann hier meine Schrotflintenmunition. Dann kann ich jetzt... Das kommt dahin. Kommst du darauf? Genau, gehst weg. So, dann brauche ich aber noch mal hier einen. Nein. Zwei. Nein. Drei. Okay. Dann heißt es nämlich jetzt, du gehst hier rein. Auch noch mal einen. Du gehst hier rein. Dann heißt es jetzt, du gehst da weg. Du kommst hier an. Wir müssen leider noch mal zwei weiter runter. Reicht. Dann kann ich den Verteiler hier jetzt einfach wegmachen. Der geht jetzt weg. Dann kommt hier der Verteiler jetzt hin. Und der geht dahin. So. Und dann geht du nämlich dahin. Nein, da lang. Und wir haben das. Jawohl. So, dann gehen wir hier jetzt raus. Und statt nach unten gehe ich diesmal aber nach oben. Und ich brauche jetzt wieder eine aktive
brauche dich. Ich habe jetzt meine Frachtschiffe, das heißt, wir machen jetzt Tanker. So, und dann gehst jetzt du nämlich hier hin, hier hin, hier hin. Du musst leider weg. Bis dahin. Da kommt jetzt die lilane Kiste hier hin. Und alles. Sehr schön. So. Dann kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal hingehen und die 600 Schuss hier rausnehmen. Und mal 200 Schuss da unten rein verfrachten. So. Also die oben kommen momentan nicht mal ins Schwitzen. Und die auch nicht. Ja, okay, Eisen merkt man aber schon, ne? Also, das ist schon. Aber es laufen halt nur noch sechs Stück von allen. Aber wie gesagt, wird sich gleich noch mehr ändern. Okay, so. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche auf jeden Fall 1, 2. Momentan habe ich eine passive Anbieterkiste, jetzt wird es eine aktive Anbieterkiste. Brauche ich noch eine? Und die letzte. Sehr schön. So, das heißt jetzt für mich, ich habe das alles sauber da. Mit dem Stahl habe ich jetzt keine Pufferkiste. Geht. Warte, geht das gehen? Nee, geht nicht gehen. Müsste ich alles nochmal. Nee, könnte ich auch nicht verschieben. Um ein oder zwei Blöcke. Um ein oder zwei Rastergitter vielleicht. Okay. So. 21 Schuss. So, und die drei tun wir auch noch rein. Dann ist das jetzt erstmal gut so. Jawohl. Die Tankerschiffe haben wir auch noch fertig. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt noch das Advanced Fluid Handling. Ich habe da nur mittlerweile eine böse Ahnung, dass unten langsam Materialien mit ausgehen. Oder beziehungsweise nicht Materialien, sondern dass er halt kohlemäßig schon nichts mehr abbaut. Ich war nämlich einmal unten, habe schon umstellen müssen. Aber das machen wir dann eventuell beim nächsten Mal. So, denn ich habe eigentlich das, was ich schaffen wollte. Ich wollte jetzt heute unbedingt schaffen, dass wir die Munition automatisiert haben. Das haben wir. Das ist super. Das einzige, was mir jetzt nicht gefällt, ist das da. Das mache ich auch noch weg. Ich möchte eigentlich, dass der viel näher dran ist. Ich muss nicht 3 Kilometer irgendwo was hinrollen. Und das genau, aber wie gesagt, Munition habe ich. Es kann jetzt halt sein, dass ich dann doch noch mal irgendwie das anders machen muss, falls ich mal noch andere panzerbrechende Munition bekomme. Also für die Schrotze, also für die Schrotflinte.
Flammenwerfer. Schaugrad. Schrot. So ein Schrot. Da habe ich auf jeden Fall panzerbrechende Schrotpatronen. Ja, dann müsste ich es eventuell dann so aufbauen wie das. Aber dann, ja, bumm. Dann wird's witzig. Dann muss ich hier ein bisschen umbasteln. Aber dann kann ich es ja auch so machen, dass ich das Kupfer dann von weiter unten noch bringe und dann hier reingehe. Wäre auch kein Problem, finde ich. Sag ich. Wird so sein. Genau. So, die letzten 10% warten wir noch. Aber ich guck lieber, ob ich auch warten kann. Jawohl. Das heißt, wir können jetzt noch machen. So als Schmankerl. Machen wir als Schmankerl. Stapelgreifarm. Wir hatten der 150. Der Truck hat 200. Stärker der Sprengstoff. Was bist denn du? Achso, das ist der Granatenschaden. Ah, Granaten muss ich auch noch bauen. Die fehlen noch. Ah, da werde ich dann Kohle brauchen. Ja, da muss ich aber erst da oben mehr machen. Da sind schon schöne Sachen dabei, ne? Aber ich brauche halt erst das Waffenfläschchen. Wissenschaftsfakultät für Produktion. Da haben wir Raven. Kann man hier Effektübertragung. Der macht für mich meiner Meinung nach noch am meisten Sinn. Die Ölverarbeitung 2 auch. Gut. Lassen wir die zwei noch laufen. Oder denen ist noch laufen. Und die zwei nicht mehr. Denn wir sind am Ende der Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.